Cool, die Nachricht wurde bewertet. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Elden Ring. Elden Ring. So, wo waren wir denn letztes dran? Ah, ja, wir sind hier Ruinen von unten. Unten. Genau, da wollten wir weitermachen. Weil den Rest hatten wir ja schon, ne? Aber ich würde gerne was anderes noch machen. Und zwar hier hingehen. Weil wir ja gerade an einem Feuerchen sind. Können wir mal ganz kurz, mal ganz kurz. Hier. Ja, ich scheiß Finger. Was passiert eigentlich, wenn ich diese Geste mache hier? Eigentlich hätte die hier was einbauen können, ne? Mir sieht es gerade so aus, als ob die Arme diese Hörner wären, die von meiner Rüstung rauskommen. Ja, schön. Naja. So. It's babies. Ja. Kraftvermischung erhalten. So, Echo des Wildschweinreiters. Da können wir einmal die Schwertlanze bekommen. Wirbelnder Schwerkraftstoß. Standardstich. Ist eine Stärkewaffe. Und macht den wirbelnden Schwerkraftstoß. Das ist dieses Gravitationsdingsbums, ja. Steinklingen. Zauberei. Beschwört Felsklingen aus der Erde. Cool. Ah ja, das ist dieses. Ja. Aber ganz ehrlich, beides ist eher irrelevant für mich, muss ich sagen. Das ist zwar geil, aber ich hätte, glaube ich, lieber die Seelen davon. Oder? Ach komm schon. Hol einfach das Ding. So, Echo der Schattensonnenblume. Da bin ich mal gespannt. Was kann man hier bekommen? Schattensonnenblumenblüte. Gigantische Waffe. Schlag. Schattensonnenblumenkopfnuss. 16 und dann noch eine Kombi auf 8. Okay. Körperlich heilig. Okay, das ist eine Glaubenswaffe. Eine Stärke Glaubenswaffe. Nee, eigentlich schon geil aus, ne? Kauf einer monströsen Schattenblumen. Manifestation des Skadobaums. Es könnte aber auch nur eine als Waffe geführte Blume sein. Ja, man findet sich eine zweite Range Enkel und die erste werden sich ihn umarmen. Hä? Schattensonnenblumenkopf und schlag die Blüte einer großen Schattenblume nieder und sende eine Schockwelle auf die Gegner platt machen. Durch wiederholte Eingabe können mit ihr bis zu 2 Angriffe nachsetzen. Ah, das ist diese Attacke. Anrufung von den Avataren des Skadobaums. Er schafft einen goldenen Hagel Geschosse, die nach einer kurzen Verzögerung auf Gegner abgefeuert werden. Diese Anrufung kanalisiert die Macht der Schatten. Die Macht des Skadobaums und ihr Gold wird von Schatten begleitet. Glaube 58. Hätte ich gern beides, muss ich sagen. Einfach, weil die Blume funny ist. So, Echo der Mutter der Finger. Stab des großen Jenseits. Schimmersteinstab. Schlag. Kein Talent. Zauberskelebung 60. Weisheit und Glaube? Hä? Was ist das denn? Stab aus den Schwanzfingern Methyrs. Was? Der Mutter der Finger. Ach! Was? Das ist dieses, oh mein Gott! Und Mikrokosmos! Der sich über Krugs erhebte, die sie bilden. Katalysator zum Wirken von Zaubereien und Anrufungen. Die Mutter erhielt Zeichen des höheren Willens aus dem Jenseits des Mikrokosmos. Selbst geboren und verlassen, wartete sie noch auf eine weitere Nachricht. Diese Waffe verfügt über kein Talent. Das ist dieser... Es gibt den Zauber-Mikrokosmos. Und dann könnten wir diese... Ist ja krass, wenn man diese Fähigkeit einsetzen könnte, ne? Wenn man das mit dem Mikrokosmos kombiniert, ich glaube, dann haust du richtig rein. Ich glaube, dann ballerst du richtig weg alles. Starrender Finger. Gigantische Waffe. Groll des Nachgiebigen.
ist magisch und Stärke und Glaube. Kopf von Methy. Ach, das ist der Kopf, der ohne Veränderung als Waffe geführt wird. Aus der Mitte des Fingerabdrucks, der die vorderste Wölbung der Kreatur falten legt, scheint ein kleines, warzenartiges Auge ins Jenseits. Boah. Einzigartiges Talent. Mit Hilfe der vordersten Wölbung als brutaler Bogen benutzt wird. Durch den Zwang zur Beugung wächst der Groll und führt zu einer Explosion voller Ärger, halten, um den Groll weiter zu erhöhen. Okay. Also dafür brauche ich ehrlich gesagt gar nichts. Das sind zwei Waffen. Aber das hier. Echo des Halbgotts. Mesmer. Ein in den Skaldobaum gehauenes Echo von Mesmer. Speer des Pfählers. Waffe von Mesmer dem Pfähler. Ein Großspiel mit gedehnter Klinge in Form einer wogenden Flamme. Diese Waffe wurde im Reich der Schatten erneut geschmiedet und kann mit einem starken Angriff, einem starken Sprintangriff oder einem starken Angriff zu Pferd geworfen werden. Ladet den Angriff auf, um beim Aufprall eine Flamme auszulösen. Einzigartiges Talent, Mesmer-Angriff. Eine wilde Abfolge von Angriffen mit Flammen beschichteter Speerspitze. Durch wiederholte Eingaben könnt ihr bis zu zwei Angriffe nachsitzen. Die letzte Bewegung stößt den Speer den Boden, wodurch sich unzählige Speere ringsum bilden. Alter, wie geil. Was hat der für Stats? Großer Speer, Standardstich, Mesmer-Angriff 15 und 9. Klar, geht auf Feuer. Ist eine Geschicklichkeits-Glaube-Waffe. Wäre eigentlich ganz cool, mal zu testen. Und Mesmers Kugel. Formt Mesmers Flamme zu einer riesigen Kugel, die auf den Gegner zuschwebt. Glaube 60. Oh, yes. Das hätte ich gerne. Ich hätte gern beides. Muss ich sagen. Ich finde beides saugeil. Weil Mesmers Kugel ist halt mit Mesmers Feuer auch. Und wir wissen, Mesmers Feuer macht verdammt viel Schaden. Also hier brauche ich nicht wirklich was, muss ich sagen. Also Stab des großen Sehners wäre vielleicht interessant mal zu testen. Mit dem Mikrokosmos die Kombination. Und hier wäre halt geil beides. Aber wie gesagt, 58 Glaube ist natürlich auch... ne? Ist halt schon... ja. Ist schon uff. Und die ist einfach funny. Die will ich einfach nur nehmen, weil es funny ist. Komm, ich nehme die jetzt. Und hier nehme ich... ja, eigentlich auch die Waffe erstmal, ne? Und hier... ist es mir eigentlich egal. Also ich glaube, ich hole mir hier lieber die Seelen sogar. Gibt es hier noch Heldenausrüstung, die neu ist? Mesmers Helm! Relanas Helm! Veteranenhelm? Gaius Helm! Oh! Mesmer Rü... oh! Relanas Rüstung! Veteranenrüstung ist, glaube ich, genau die habe ich schon. Gaius-Rüstung. Oh, die könnte sogar krasser sein als unsere. Adans Löwenrüstung. Ich sehe leider nicht, ob ich die schon einmal im Besitz habe oder nicht, ne? Also Mesmer... ja, wir müssen die kaufen, ne? Alanas Helm. Gaius-Helm. Veteranenhelm ist, glaube ich, das, wie gesagt, was ich schon hatte. Rotman-Helm, den habe ich ganz sicher. Mesmer-Rüstung. Malana-Rüstung. Und Gaius. Die habe ich auch schon. Mesmer-Armschutz. Malana. Und Gaius. Mesmer-Beinschutz. Malana. Das war's. Es gibt keinen Gaius-Beinschutz. Ja, wir haben einfach mal Seelen rausgeballert, das geht nicht mehr. Ja, ja. Sollten wir mal unsere Ausrüstung checken. So, was haben wir denn hier noch so Geiles? So, Gaius Helm ist leider schwächer.
Wie kann ich das vergleichen da? Sieht aber krass aus. Das ist Relanas Helm. Rakshasa Helm. Vielleicht, dass irgendwas davon jetzt besser wäre als das, was ich habe. Ach, stimmt, Ralvas Pelz, den haben wir bekommen. Oder den habe ich irgendwo anders hergeholt? Keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr. Leute, die geht auf Minus. Scheiß. Die Sonnenmaske, ja. Hohe Priesterhut. Der macht eine hohe Resistenz einfach nur. Wo ist denn diese Mesmer-Kapuze? Oder Mesmer-Helm? Ach, da. Und der ist gar nicht so stark. Und Gaius-Helm? Da. Ja, von den Stats her wäre das sogar noch verträglich, ne? Ja. Können wir mal ohne diesen Kopf rumlaufen. So, Ziegenrüstung. Was, Rüstung des Mahls ist sogar stärker? Nee. Ah, nee, wir stimmen nicht. Okay, Löwenrüstung. Ich glaube, die Ziegenrüstung muss bleiben. Wow. Gaius Rüstung ist zwar körperlich nicht so geil, aber gegen die einzelnen Dinger. Schnitt, Stich... Magisch ein bisschen mehr, Feuer ein bisschen mehr, Blitz weniger, Heilig ein bisschen mehr, mehr Fokus, ein bisschen weniger Gleichgewicht. Wäre halt mal cool, was anderes zu tragen. Aber ich will halt nicht meine Stats verlieren eigentlich, so, weißt du? Rüstung der Einsamkeit. Veteranenrüstung. Das ist Relanas Rüstung. Akshaza. Alikes. Ich suche jetzt noch natürlich Mesmos Rüstung. Das ist die hier. Okay, ist eher. Mid-Roll. Oder Slow-Roll, oder wie der heißt. Kleid einer Tänzerin. Mal gerne so ein bisschen auf Fashion Ring gehen. So Smiles. Ich will nicht als Klumpen rumlaufen. Ziegenburg ist halt wirklich die stärkste Rüstung eigentlich, ne? Wo ich sagen muss, dass mich Gaius Rüstung eigentlich interessiert. Sieht schon mal cool aus, ne? Stulpen der schwarzen Klingen. Mesmos Armschutz. Stimmt, da könnten wir hier noch ein bisschen mehr reinballern. Akshasa Stulpen. Relanas Handschuhe. Gaius Stulpen. Die würden sich natürlich krass erhöhen, ne? Dadurch würde ich meinen Verlust wieder wettmachen, ne? Oder die Ziegenbock-Dinger halt, ist mir eigentlich egal. Was haben die hier? Ein bisschen mehr Gleichgewicht. Die sind schon besser, ne, muss man sagen. So krass verändern die sich jetzt auch nicht.
sind ein bisschen mehr magisch, ein bisschen mehr auf Schnitt. Dann tun wir das doch einfach mal. Machen wir einfach mal Gaius Set. Stimmt, die gab's nicht, ne? Stimmt, es gab keine Gaius-Stulpen, ne? Stimmt. Es gab keine Gaius-Stulpen. Konnte ich nicht kaufen. Zumindest konnte ich sie nicht kaufen. Vielleicht kann man die irgendwo noch finden. Das wäre schon eigentlich gut. Vielleicht könnte Lionels Beinschutz nehmen. Dann würde ich nur Stats verlieren, nicht wirklich was dazu gewinnen. Mal was anderes, ne? Ja, mal was anderes. Hier könnte ich immer noch sagen, da kann ich mir die Ziegenbock-Dinger reinballern. Vom Gewicht her ist ja alles egal. Wo ich sagen muss, dass ich die immer noch krasser finde, ne? Weil ich krieg 5 auf körperlich und 5 auf Schlag. Und das Gleichgewicht steigt natürlich extrem. Naja, auf 95, das ist schon krass. So können wir auch rumlaufen, ne? Ich will so ein bisschen Fashion haben hier. Ich will natürlich auch mal Radans gucken. Die sehen natürlich geil aus, weil die so einen Umhang noch hat. Und den Stats her ist die auch nicht schlecht. Also im Vergleich zu dem. Oh. Ja, da ist die noch ein bisschen besser, würde ich sagen. Die ist auch krass, ne? Also von der Schwere her. Was ist denn das? Sieht auch cool aus, ne? Auch mit diesem Umhang. Würde halt auch gut passen, ne? Nur von den Stats her finde ich die nicht so geil, muss ich sagen. Wenn ich jetzt hier mal Gaius Rüstung gucke, ne? Klar. Ich krieg 2 auf körperlich und Schlag. Aber 1,5 auf Schnitt. Ja, nochmal ungefähr 1,5 auf Stich. 1 auf Magisch. Nochmal ein bisschen was auf Blitz. Ein bisschen mehr Lebenskraft, ein bisschen mehr Immunität, ein bisschen mehr Robustheit. Von. Oh, der Fokus ist bei 99 mit der Rüstung. Krass. Was haben die für Stats? Oh. Oh. 71, 83, 46, 55, 47. Und der hat Robustheit auf 99. Krass. Und der hat auch so ein bisschen von allem. Und der ist gar nicht so viel besser hier. Ich glaube, dem bleibe ich echt bei Gaius Rüstung. Und beim Helm, ja, da kann man sich... gucken, aber ich glaube, Gaius Helm ist schon das Beste hier, was ich nehmen könnte. Helm der Einsamkeit. Da ich könnte natürlich wieder meinen, ne? Schade, dass es nicht so dieses, boah, guck, wie viele Stats das sind, ne? Alles verbessert. Ich wünschte, es gäbe so ein... ja, wo ich das Aussehen einfach nur anpassen kann. Ist das?
komm, wir laufen jetzt so rum. Ui. Habe ich jetzt alles bei dir eingelöst? Achso, ja, das da hole ich mir den Dings von. Veteranenhelm. Ich muss mal gerade gucken, ob ich den Veteranenhelm habe. Und die Rüstung. Ich finde es so blöd, dass es kein Gaius-Dings gibt. Veteranenrüstung, wo ist denn das? Da. Okay, die habe ich schon mal. Habe ich den Veteranenhelm? Den habe ich auch. Dann habe ich die Veteranenrüstung. Gut. Ja. Ja. Now, those are the challenge, find them well. So. Ach du Heilige Gott. Milady. Ich würde gerne dieses Mesmer-Ding verstärken. Rakshasas Großkatana. Das ist natürlich auch funny eigentlich, ne? Grasschneider. Ach, blutige St- Ach, das kann ich noch weiter? Ach, das ist plus 9. Ah, okay. Ich könnte es auf plus 10 machen. Schwarze Stahl-Doppelklinge. Wo ist denn das? Ach, da ist die... Was kostet denn die denn? Kostet das irgendwas an Seelen? Ach so, 830. Wenn die mal gemaxt. Einfach mal so. So, da, Speer des Fehlers. Oh, Waffe gemaxt. Kein Problem. Wie krass das ist, ne? Einfach alles maxen so. Das ist schon geil. Ach, diese komischen Flaschen kann man auch verstärken? Ernsthaft? Steigern die sich dann auch irgendwie? Jo, krass. Ja, das ist funny. So. Ausrüstung. Let's go. Ich will diese Blume haben. Das ist gerade scheiße. Ich will mal sehen, wie das aussieht. Wow. Ich kann da nicht zuschlagen. Diese Sonnenblume. Da. Alter, die macht einen guten Damage, muss man sagen. Ich bin der Blumenman. Alter. Wie sieht das aus? Speer des Pfählers. Der wird halt zu meiner Rüstung irgendwie passen, ne? Das ist schon funny. Muss ich eigentlich mal wirklich gut austesten. Okay. Ich weiß, wir sind jetzt hier nur... Ja, nur rum am Gammeln. Darf man ja auch mal. So, achso, ich will dir noch Klangperlen anbieten. Schimmelhändlers. Headhändler. Zauberwitzler. Emir.
Perlenhändler 5. Ah. Ach, die, ja, und hier ist auch dieser Mikrokosmos, genau. Okay, den habe ich schon. So, was hast du denn so? Die Bolis, ja. Scheibefleisch, Klumpenfleisch, Giftpilz. Toll. Schimmel, Wurzlarz, Radarfrucht. Das sind die normalen Dinger, ne? Kaufen wir ein paar. Weißfleisch, Harzknoten. Schmiedesteine kann ich bis 8 kaufen. Hier kann ich bis 9 kaufen sogar. Sonst noch irgendwas. Egons Harpune, Rabat Großbolzen. Ah, Rabat war doch dieser eine Typ aus dem Turm, ne? Okay. Also hat sich jetzt nicht so viel verändert, würde ich sagen. Springstein. Ja. Schildkröten als Fleisch. Naja. Bin echt gespannt, wie diese Waffe hier aussieht. Okay, man konnte ja noch irgendwie... What is it? The map indicate will lead you. Ich will nicht zu Gurung. Ich will hier rasten. Und zwar möchte ich mal gucken, Truhe sortieren, große Runen, Kleidung anpassen. So. Das sind die einzigen, die man anpassen kann. Mesmers Helm kann man so machen. Ein Fäulehelm. Ach, den habe ich zweimal. Des Blutes, Kleid einer Tänzerin. Egons Rüstung kann man anpassen. Reinfäule Rüstung, ach, das ist Dingens, ja. Drachenritter, Zilling, Hoslo, Blight. Rüstung der Einsamkeit könnte man anpassen, damit er keinen Umgang hat, okay. Auch kein Dingsbus mehr. Und der hat auch keinen. Ach so, okay. Schade eigentlich. Ich hätte gern diese Option gehabt, so. Ja, du rüstest das aus, aber eigentlich hast du nur die Stats davon und hast als. Ja, als Outfit quasi was ganz anderes an. Truhe sortieren. Ach cool, ich habe noch zwei Segen von Marika im Lager. Ey, warum ist die feuersicher Trockenleber? Warum sind die nicht in meinem Inventar? Ach so, weil ich schon 5 davon habe. Normalerweise werden die automatisch aufgefüllt. Alles klar. Schleier des Imitators. Okay. Was ist das da? Ey, roher Fleischklops. Stellt LP wieder her, verursacht Vergiftung. Wow. Hä? Stimmt, die wollte ich noch gucken. Regeneriert die Hälfte der gesamten LP? So, Himmelblau. Grün. Kurzzeitig die Ausdauerregeneration. Alle Schadensresistenzen. Erhöht Resistenz und Heileffekte. Gefleckte, verhärtete Träne. Erhöht kurzes Gleichgewicht. Spontane Abwehr. Magisch, Feuer, Blitz. Heilig. Die Haltung des Gegners brechen. Aufgeladene Angriffe. Aufeinanderfolgende. Gesprungene, himmelrote Träne. FP-Regeneration. Genau, verstärke Angriffe auf Kosten von LP. Oh. Erinnert kurz den Runenverlust. Ausrüstungsgewicht abrollen. Angriff von Geistern. Überzieht in Arzneigewicht Gegner in der Nähe mit Öl. Hä? Okay, dann kannst du die anbrennen, oder was? Okay, funny. Hebt alle Ausdauerkosten auf. Lol.
Nimmt alle FP-Kosten auf. Ah ja, okay. Das ist ja auch geil, ne? Du machst erstmal FP-Boost bis zum geht nicht mehr, ballerst dir das Ding hier rein. Machst dann diese FP-Boost bis zum geht nicht mehr oder deine Attacken oder was auch immer. Und dann, ja, hast einfach keinen Mana verbraucht. Ja, auch cool. Ausdauer, weiß ich jetzt nicht, ist nicht so geil, aber ist nicht so schlecht. Aber ich glaube nicht, dass ich mich da ändern werde hier. Will ich jetzt das oder das nehmen? Verlängert den erlittenen Schaden um 95% ist das, glaube ich. Und das ist halt Hälfte der HP wiederherstellen. Das ist halt geil. Zauber lernen. Ja, ich habe hier immer noch diese Drachendinger drin, aber ich nutze sie halt gar nicht. Ne? Können auch raus. Können mal gucken, was wir sonst noch so reinpacken können. Bales Tyrannei braucht leider AK 49. Goldene Bögen. Riesiger goldener Bogen. Was ist das da? Feuerregen. Ah, Feuerschlange, okay. Feuerschadensresistenz, ja, das hätten wir mal irgendwann gebraucht. Sonst irgendwas hier? Aspekt des schmelzigen Dornen. Mhm. Hier, Erdenbaum, ne? Halt Verbündete in der Umgebung dauerhaft 70, Alter. Das ist so krass. Heiligschaden, Blitzschaden, Magieschaden. Große Menge LP. Wirbel der Verwesung. Rollruf, unbestringliche Dornen, Dornenmantel. Bedeckt sich mit der unbestringlichen Dorn des Skadu-Baums. Das ist eine Zauberei, die aber auf Glauben basiert. Hä? Das heißt, ich brauche einen Zauberstab dafür. Das ist ja mega scheiße. Gravitationsrakete. Weil einen Schwerkraftstab ab, der Gegner heranzieht. Ach! Das ist das Ding, was die scheiß Schlangenviecher benutzt haben. Trümmernde magische Nägel. Steinklingenregen. Ja, diese Gravitationszauber sind schon krank. Miriams Verschwinden. Relanas Zwillingsmonde. 72 Weisheit, das ist krank. Ich lasse die einfach mal raus. Ich glaube, das sind halt die besten, die ich habe. Diese Flamme gibt mir Kraft. Resistenz gegen Feuerschaden. Resistenz gegen Magieschaden. Und Gift- und Scharlachfäule heilen. Das ist halt ziemlich nice eigentlich. Blitzen Speer ist ganz cool zwischendurch. Das Ding ist ganz cool für, ne? Aber eigentlich ist das auch Schwachsinn, ne? Weil FP kosten 26. Ist eigentlich doof, dass wir das drin haben. Zauber, ja, den lassen wir noch drin. Komm. Den lassen wir noch drin. Irgendwann will ich auch mal diesen Bale-Dings drin haben, aber das wird ewig dauern. Blutflammen bleiben auch noch drin. So, ich glaube, jetzt haben wir uns mal ein bisschen ausgerüstet hier so. Ne, mal ein bisschen Fashion Ring gemacht. Kann man doch auch mal machen. Sollen wir noch hier kurz reingucken? Heilige sichere Trockenleber. Ofentöpfe. Auch noch herstellen. Sonst noch irgendwas Interessantes. Was ist das da? Albinoric. Ja. Goldenen Schwüre, die kann man natürlich herstellen. Mesmers Feuerfeld ist natürlich auch ganz geil. Mann, was ist denn wieder mit meinem Hals? Nämlich. Okay, ich glaube, das war's. So, haben wir mal eine Folge gefühlt nichts gemacht. So, wir sehen jetzt neu aus, wir sehen jetzt cool aus.
glaube ich. Ich hätte gerne noch die Hose gehabt, ey. Das ist so blöd. Aber egal. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Haut rein. Und tschüss.